Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Im Moment ist es noch nicht so schön. Es regnet hier wie Sau die ganze Zeit. Aber davon lassen wir uns nicht abhalten. Es soll auch gleich aufhören zu regnen. Ich muss erst noch mal Boot holen und dann fahren wir ans Wasser und dann müssen wir slippen und so weiter. Ja, wir haben was Cooles vor heute, auch mit ein paar Leuten, die ihr kennt. Es gibt ein Catch and Cook. Vor dem Catch and Cook gibt es jetzt aber erstmal noch Frühstück und zwar ein Y-Food Cold Brew Coffee. Super Sache, weil da auch noch Koffein drin ist, gerade jetzt morgens für so Kaffeetrinker. Ansonsten einfach eine ausgewogene Trinkmahlzeit, in der ihr quasi alles drin habt, was ihr braucht, wenn ihr ja halt was esst und davon seid ihr auch erstmal eine ganze Weile satt. Also wie gesagt, zum Angeln wirklich perfekt. Kann ich beim Fahren mir schnell reinziehen und dann hoffen wir mal, dass der Regen gleich weg ist und wir auch vernünftig drehen können beim Angeln. Also bis gleich. Herzlich willkommen bei Yoshi Nator Grillt Maximal. Wir sind heute mit Klaus unterwegs, mit Yoshi unterwegs, mit Luca unterwegs und da fährt schon das erste dicke Boot, da ist das nächste dicke Boot, da ist ein dickes Boot. Wir wollen erstmal ein paar Fische fangen hoffentlich. Ja, wollen versuchen ein paar Barsche zu fangen und dann die Dinger auf den Grill hauen. Klaus hat schon was gegrillt eben. Wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal loswerfen, sonst wird das halt hier gar nichts. Leute, guckt euch mal den Bildschirm an. Der ist voll mit fetten Barschen. Und deswegen wollen wir uns das Ganze jetzt mal kurz angucken. Ich meinte zu Max, ey, da müsste man eigentlich mal eine GoPro runterlassen. Und die sind ja bis 30 Meter oder so wasserdicht. Guck mal, da kommt einer hoch. Hat schon Interesse an der GoPro. Ja, das war jetzt noch nicht der da auf dem Echolot zu sehen war, würde ich mal behaupten. Auf der GoPro, meinst du? Aber, meine ich ja, auf dem Echolot und auf der GoPro. Aber perfekte Größe eigentlich. Genau, der erste zum Mitnehmen und zum Essen. Geil. Dafür ist er super. Ja. Der kriegt jetzt eins auf den Deckel. Fisch hängt. Oh, das ist ein guter. Ausgestiegen? Yo. Wo ist der Kescher? Yo. Alter, geil, yes. Digga. Da ist die erste Bulette. Oh, hat die eine Wampe, Alter. Sehr schön, Junge. Hat der eine Wampe. Zeig mal den Kamm, mein Kleiner, zeig mal. Machen wir einen schönen kleinen Shot von dem Kamm. Quasi ein Kammshot. Alter, ist der fett, wa? Wirklich. 40. Gerade an der 40. Tut er kratzen. An der 40 tut er gerade kratzen. Aber, geiler Fisch. Schöner Pfannenbarsch eigentlich, oder? Meinst du nicht? Was denkst du? Was denkst du? Besser als wenn wir Herrn Schmidt bringen, oder? Würde ich auch sagen. Ich glaube, das kann ich nicht übers Herz bringen, Leute. Ingrid ruft an. Das ist meine Oma. Du musst Petri Heil sagen, ich habe gerade einen schönen Barsch gefangen. Ach, wunderbar, schön. Sollen wir den essen? Ja, mach mal. Okay. Ich rufe dich gleich zurück, ja? Ja, mach das mal. Tschüss. Ich denke mal, das war die richtige Entscheidung, ihn mitzunehmen. Der hat, ich weiß nicht genau, bei wie viel Tiefe der gewissen hat, war der im Grund? Okay, gut. Ja, also so 9 Meter machen Barsche meistens schon nicht mehr gut mit. Also ab 8 wird's kacke, 9 ist schon kritisch, 10 ist eigentlich hinüber. Leute, ich habe schon oft in Videos gesagt, dass meine Entnahmefenster so zwischen 25 und 35 ist. Aber den Fisch jetzt bei 13 Meter Wassertiefe wieder schwimmen zu lassen, wäre fahrlässig. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, den Fisch mitzunehmen. Leute, wenn ihr auf so eine Fische in der Tiefe angelt, dann rechnet auch damit, dass es den Abend in der Pfanne gibt, beziehungsweise auf dem Grill. Da ist er. Da ist er. Aber der ist nicht so groß wie der letzte, war. Aber trotzdem schöner. Schöner Pfannenbarsch. Ja. Perfekte Größe für die Pfanne. Optimal, jetzt, ja. Jetzt brauchen wir uns gar nicht mehr schämen reinzufahren. Bei 3 Fischen? 3 Fische? Ja, geht mal schon, ne? 3 Fische. Ja. Hängt. Na endlich hier. Nee. Da ist er. Aber für die Pfanne? Trotzdem nicht verkehrt. Der macht Spaß. Nur Dropshot, wa? Nichts anderes. Da ist nochmal einer. Für die Pfanne gleich. Oder für den Grill besser gesagt. Auch kein Riese. Aber eine gute Grillgröße. Der hat auch die Köder so drin, dass er schon tot ist, wa? Ja, ne, ich habe ihm gerade direkt schon einen auf den Deckel gegeben, als du die Kamera rausgeholt hast. Kevins Apo oder Rolle. Ja, liegt auch schön da in der Ecke. Was ich euch aber noch mit auf den Weg geben möchte an dieser Stelle ist
dass ihr bitte unbedingt alle euch bei Heyfish anmelden müsst, denn Heyfish ist eine App oder eine Website, über die ihr Angelkarten online kaufen könnt, und das ist ja mal wirklich was, was man unterstützen muss. Das heißt, dass man irgendwann alle Angelkarten für jedes Gewässer in Deutschland, Österreich, der Schweiz und der ganzen Welt irgendwann bei Heyfish kaufen kann. Jetzt verkaufen die Jungs von Heyfish auch Gutscheine, das heißt, ihr könnt Geschenkgutscheine kaufen und zum Beispiel jemandem einfach eine, ja, also einen Gutschein für Angelkarten schenken. Das ist eigentlich das Geilste, weil ja, damit schenkt ihr quasi, ihr schenkt nicht nur was zum Angeln, sondern ihr schenkt das Angeln selber, also dass man angeln gehen kann. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken und könnt ihr auch kaufen und wie gesagt auch noch sparen. Wir fahren jetzt rein und dann wird gegrillt. Ganz entspannt. Mahlzeit. Grill schon an, Klaus? Nee, er grillt schon an, ja. Ich warte aber noch, bis ihr kommt zum Filetieren, habe ich gerade beschlossen. Ah, riecht das schön. Klausi, wie nennt sich das Ding hier? Das ist ein Ofür, eine Feuerplatte. Ofür? Feuer, ja, Ofür im Garten. Und wo? Ofür im Garten. Ofür klingt wie ein türkischer Vorname. So, und die Barsche werden gleich... Da drauf, ich würde sagen, da machen wir ein schönes kleines Barschrondell raus. Ja. Ich werde die frittieren, ich sag nicht filetieren, weil das steckt mich echt so blöd an. Das ist bei mir immer, endet in einem heillosen Fischstäbchen. Von daher macht ihr das mal besser, aber grillen kriegen wir hin. Geil. Ja, Leute, das ist nämlich hier quasi wie eine Pfanne schon, einmal ringsrum. Du frisst auch einen Fisch, oder was? Garfield? Sie braucht nicht gucken, sie braucht nur Catch. Catch and eat. Los, hau rein! Klausi, sag mal, was machst du, oder? Ich öl das ein. Ja? Du Mädels, wenn ihr das auch wollt, schreibt mir. Ich glaube, das hier war der von dir, ne? Und das war der von mir gestern hier. Irgendwie so war es. Irgendwie so, ich glaube schon. Und ein Hecht haben die Jungs auch gerade noch gefangen. Auch noch beigesteuert. Ja. Den machen wir natürlich auch noch auf die Platte drauf. Der ist, man sieht schon, dass Yoshi den gefangen hat. Denselben Körperbau. Aber Maxi macht Tatar, Leute. So sieht es aus, wenn man Barsch-Tatar macht. Nee, Leute, kleiner Schnitt hinten. Um den Finger durchzustecken, kann man das hier viel besser greifen und die Haut runterziehen. So, Leute, wir haben uns jetzt dazu entschieden, die kleineren Barsche dann doch lieber aus der Haut zu pellen. Macht sich einfach besser, weil geht schneller und das ist sonst zu viel Fitzelarbeit. Ne? Zu viel Fitzelarbeit und vor allem auch sehr viel Verschnitt, ja, bei den Kleinen. Leute, man hat ja manchmal irgendwelche Sachen in Fischen drin. Wir haben hier schon alles Mögliche rausgeholt. Laich haben die vor allem auch schon, jetzt im Oktober doch, ja. Krass, hätte ich nicht gedacht. Joshi meinte, die haben bei ihm neulich Laich drin gehabt, hatten die jetzt tatsächlich auch schon. Und guckt euch mal die Kollegen an. Das sind einfach zwei kleine Schleien, die der drin hatte. Ich bin mir nicht sicher, ob das Barsch sind, aber eigentlich... Das sind Schleien. Die sehen so aus wie Schleien. Die sind auch super glatt. Es scheinen wirklich zwei Babyschleien zu sein, die dieser Barsch sich einverleibt hat. Eine Schande eigentlich. Zwei Babyschleien mit Schleim. Ja, zwei schleimige Babyschleien. Guck doch mal hier, das sind Schleien, auf jeden Fall. So, Bauchlappen war jetzt hier nicht viel von dem Hecht. Ja, das wird schon zerfallen. Ich würde sagen, noch sagen, kannst du durchkicken. Aber egal, die Seiten hier oben, die Dinger, die sind schöne Nuggets. Schöne Stränge geworden. So, also Hecht haben wir auch gemacht. Jetzt geht's ans Würzen, Ölen und Grillen. Genau so. Also auf Öl. Und gut. Fisch dazu. Und hier haben wir welche, die sind praktisch nur ausgenommen und die Haut runtergezogen und Kopf ab. Und die können wir praktisch so drauf. Ich meine, können wir da schön abknabbern, herrlich. Dann so. Genau, einmal rumlaufen. Ah, guck mal hier. Ach, der ist drin. Unter den Fisch runterläuft. Und dafür sorgt, dass er richtig schnell durchdreht. Also auf das Schaut muss ich sagen, nein. Ja, und der Fisch? Heißt der eigentlich zur Weihnachtszeit Santa Claus? Ja, ja, ich habe da noch einen weißen Bart und eine rote Mütze. Und Kinder, die mich die ganze Jahr verarscht haben, kriegen keine Geschenke. Max, kurz mal den Ketchup und ich wollte hier noch mal einmal kurz... Ketchup? Den Hela-Gewürz-Ketchup. Einmal... Das ist ein Steckhecht. Das ist ein Steckhecht gewesen. Stimmt. Ich muss ich auch gleich nochmal probieren. Ah, das hier ist. Das sieht mir nach Barsch aus. Ja? Schön so dick? Barschfilet. Ja, ja, aber das ist so klein. Ich denke mal, es ist Barsch. Nee,
Ich sagen, es hecht. Schmeckt ein Unterschied. Drin. Schmeckt modrig. Nee. Schmeckt aber anders. Ja? Aber auch geil. Nee. Das ist auf jeden Fall ja, das Hecht. Ja. Ich will immer ein Stück Hecht. Das ist hier Hecht, ja, ne? Ja. Das braucht langsam Hecht. Oder? Ja, doch, das sieht aus wie Hecht. Müssen wir nächstes Mal einfach mal beschriften. Ganz ja, einfach. Genau. Oh. Großartig, Alter. Das ist Hecht, ja. Anders von der Konsistenz. Hm? Kleine Grille. Und immer. Ach. Was willst du? Wirklich, Schwäne sind einfach Mistviecher. Guck dir das an. Du stehst hier, machst nichts und die kommen einfach und machen Schluss. Ich muss ehrlich mal sagen, Schwäne sind wirklich die overratedsten Vögel auf der ganzen Welt. Die können nichts, die sind ultra aggressiv, die können keine Fische fangen, die können nicht in den Süden fliegen, weil sie den Weg nicht finden, die können nicht mal richtig starten und landen. Jedes Mal, die stürzen eher ab eigentlich. Und alle finden irgendwie Schwäne geil und tun immer so, als wäre ein Schwan was voll Tolles. Aber ich mag die nicht.